gestern ja schon erwähnt, waren wir jetzt in Almaden de la Plata einkaufen, haben ungefähr 2 Kilometer dahinter gezeltet. Das ging dann auch sehr gut. Auf der Wiese, wo wir ganz um die Ecke gezeltet haben, war dann noch so ein ganz großes, nennen wir es Wohnmobil. Das war so ein, wie nennt man die? Wie viele Tonnen haben die? 7,5 Tonnen oder? 7,5 Tonner, ausgebaut irgendwie, um dahinter so ein kleiner Fiat irgendwie, so ein Kastenwagen-Fiat. Da haben wir gedacht, so toll, jetzt können wir da auch nicht zelten, aber dahinter ging ganz schön so ein Weg rein und dann sind wir in so eine Schlucht rein und es war ziemlich perfekt. Genau, sind wir um 8:30 unterwegs. Die El Chorro-Wasserfälle kommen wir leider nicht vorbei. Ich hatte irgendwie noch die Hoffnung, dass wir sie sehen. Die sollen jetzt irgendwo in die Richtung kommen. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir sie sehen, aber ich glaube es irgendwie nicht mehr. Aber wir werden sie. Wichtige Frage, Maria. Ja. Wie war der Kaffee mit der Milch? Oh, wir haben Kaffee mit Kondensmilch getrunken. Die Kondensmilch, nee, es war keine Kondensmilch, das ist anders, glaube ich. So 50% aus Milch und 50% aus Zucker und dann ist die eine reduziert. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. War exakt nicht so lecker. Ich überlege, ob ich was anderes trinken muss. Wir halten euch auf Laufenden, was die Kaffeeversorgung angeht. Aber jetzt kommen wir 45 Kilometer, da kann Einkauf so eine Möglichkeit. Für 45 also. Kilometer ist das der beste Kaffee der Welt. Danach nicht mehr. Es sind gerade 2 Sachen passiert. Das erste ist, wir wurden schon wieder angesprochen, ob wir in den Camino gehen. Wir haben Nein gesagt. Und haben gesagt, wir gehen jetzt in Viejo Sierra Morena. Die wissen alle nicht, was das ist. Sind alle sehr erstaunt, dass es sowas gibt anscheinend. Aber irgendwie glauben wohl viele Menschen, weil wir wurden nicht zum ersten Mal angesprochen, dass wir falsch gehen und dass wir so blöd sind und in die falsche Richtung gehen. Naja, gut. Und das zweite ist, dass es ein krasser Temperaturwechsel hier ist. Also heute Morgen, wir sind um 7:45 los, war ich die erste halbe Stunde total froh in der Sonne zu sein, weil es echt kalt war. Und jetzt denke ich mir so, ich gehe jetzt im Schatten. Jetzt ist es um, ich weiß nicht, wie spät ist es, Tom? 8:50? 9? Ich weiß es nicht. 10. Jetzt ist es 10. Jetzt wünsche ich mir, jetzt tue ich das, jetzt gehe ich im Schatten. Innerhalb von einer Stunde. Das ist total krass. Also krasse Temperaturunterschiede. Wir haben Wasser gefunden, direkt neben den Kühen. Ich hoffe, sie haben nicht reingekackert. Aber es sieht sehr gut aus. Wir haben zur Sicherheit jetzt mal 2,5 Liter mitgenommen und wir haben uns den Kopf nass gemacht. Herrlich. Die Gesichter waschen dürfen wir uns leider nicht, weil unsere Sonnencreme ausgeht. Gerade hat jemand wilden Spargel neben uns gesammelt. Ist ein kleiner Dorn dran. Vielleicht 2. Hatte seiner auch dort? Nee. Nee? Nee. Na gut, aber bei uns sind jetzt Dorn dran. Ich mach die mal ab, dass ich sie einstecken kann. Aber es geht noch, es ist noch weich. Aber es ist ja gerade eine Spargelspitze. Ich weiß, es ist eine Spargelspitze. Ja. Sag mal, siehst du, das ist doch eine eindeutige Spargelspitze. Halt fest, meine Spargelspitze. Das tut schon weh. Ich will den Dorn auf. Ja. Ja. Wir haben gerade noch so ein großes Haus gesehen, so unser Anwesen, nenne ich es mal. Verschlossen mit großem Tor. Und mein Plan war, weil da eine Pferdetränke war, dass ich mal gucke, ob ich da Wasser kriege. Die Pferdetränke war aber zu schmuddelig. Und dann bin ich vorgepirscht und ganz langsam, weil ich Angst habe, dass Hunde da sind, haben mich aber nicht getraut, ums Haus zu gucken, weil die manchmal so blöd in der Sonne dösen und gar nichts mitkriegen, außer du stehst 5 Meter vor ihnen. Dann bin ich wieder zurück übers Tor geklettert und mein Plan war,
ganz laut zu sein, um die Hunde auf mich aufmerksam zu machen. Sollten da welche sein. Und habe die ganze Zeit gerufen, Hola, Buona Tarde, Aqua Potable, Hola und so weiter. Und es hat kein Hund reagiert, aber eine Frau kam plötzlich raus. Und dann haben wir gefragt, ob wir Trinkwasser haben können. Und dann hat sie nachher irgendwas mit Peru gesagt, dass wahrscheinlich gab es da Hunde. Und jetzt hat sie uns gerade noch 3 Liter Wasser mitgegeben und 1,5 Liter Fanta irgendwie. Ja, total süß. Und ich glaube, sie hat gesagt, dass da keine Häuser mehr kommen und kein Trinkwasser mehr kommt. So wie sie zumindest verstanden. Trinkwasser heißt aber auch, wir können ja auch aus dem Bach filtern. Das war jetzt aber zu schwierig, das zu erklären. Erst recht, weil wir immer so Schwierigkeiten haben, uns auszudrücken. Aber. Weil wir kein Spanisch können. Punkt. Wir sind gut versorgt jetzt. Cool. Und die Kühe gucken zu. Ja. So, wir haben den Wassersport erreicht. Stausee. Den Stausee. Kormoran auf jeden Fall zu sehen, sehr schön hier. Und ich finde, wir haben gute Möglichkeiten, was uns zu gucken. Auf der anderen Seite sieht es auf jeden Fall sehr gut aus. Irgendwie kommen wir da schon ran. Naja, gucken wir mal. Suchen wir mal einen Spot, oder? Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, an diesem tollen Stausee, was gab es, welchen Stausee ist? An diesem tollen See, wo da hinten hinter der Brücke die Kormorane rumschlawenzeln und sehr laut sind, zu bleiben. Und haben unser Zelt jetzt hier, so eine alte Ruine irgendwie, da hinten im Bild, die man momentan nicht sieht. Und unser Zelt steht jetzt da hinten, ganz versteckt. Man sieht uns eigentlich komplett nada. Und wir sitzen jetzt hier vorne am Wasser direkt und gibt gerade jetzt hier irgendwie gleich Essen. Und genau, werden das Wasser jetzt noch nutzen, dann können wir heute Abend noch kochen, heute Mittag. Und morgen früh auch noch, weil schlauerweise habe ich auch Essen mitgenommen, was man nur essen kann, wenn man es kocht, mit Wasser. Kochen ist nicht das Problem, aber Wasser scheint das Problem zu sein. Und als wir erst das Wasser von der Frau bekommen haben, wirkte das ein bisschen so, als ob danach gar nichts mehr kommt. Und da wir jetzt hier nach einem Berg hochgehen, 400 Meter oder so, Höhenmeter, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es wirklich so ist. Und von dem her essen wir jetzt mal unser Essen, was wir kochen müssen mit Wasser hier. Und bei Essen haben wir genug mit und morgen dann die anderen Snacks. Genau. Und da fliegt noch ein Vogel. Das war ein... Das ist eine Reihe, aber das ist so dunkel. Was ist das für eine? Da war noch ein Graureiher gerade. Gestern Nachmittag waren wir noch an dem See und wollten doch bleiben und sind doch geblieben. Und als ich Essen gemacht habe, Mittagessen, dachte ich, dass irgendwas Komisches über mich rübergeflogen ist. Ich dachte, es wäre ein Reiher gewesen. Ich habe gedacht, es könnte vielleicht eine Drohne gewesen sein. Ich habe gedacht, nee, das kann doch nicht sein. Naja, und als wir dann quasi kurz davor waren, ins Zelt zu gehen, zum Schlafen gehen, und es war wirklich schon gut dunkel, flog nochmal was über uns rüber. Und das war dann wirklich eine Drohne. So viel Zufälle kann es ja gar nicht geben. Und jetzt du, Tom. Naja, heute Morgen wollten wir ein bisschen früher aufstehen. Wir müssen noch Marias Matte eigentlich reparieren. Dachten, wir halten sie ins Wasser rein. Deswegen haben wir eine halbe Stunde früher den Wecker gestellt. Und dann saßen wir im Zelt beim Frühstück. Frühstück war gerade abgeschlossen. Machen uns gerade so locker fertig. Und dann, nee, kurz davor flog schon eine Drohne über uns rüber. Das haben wir gehört. Aber war schnell wieder weg. Und wir hatten aber Licht an. Ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten später, würde ich sagen, stand die Drohne dann über unserem Zelt. Ja, okay, das bedeutet wohl, irgendjemand hat uns irgendwo gesehen. War jetzt wieder nicht so schlau mit dem Licht, aber egal. Haben wir aber Pech gehabt. Und weil wir nicht genau wissen, wie das ist, weil, also klar, dieser Wasserbehälter da, der ist natürlich abgesichert, aber eigentlich bei uns war kein Schild. Aber wer weiß, wenn die das jetzt so ernst nehmen, dann brauchen wir lieber nicht da sein. Deswegen haben wir jetzt
innerhalb einer halben Stunde unsere Sachen gepackt und sind auf dem Weg. Und wir überlegen uns noch eine Ausrede, falls uns jemand anhält. Bin sogar noch verschlafen, wie man sieht. Augenringe, nicht frisch rasiert. Das ist für jeden Morgen. Genau. War alles ein bisschen hektisch am Morgen. Naja, auf jeden Fall geht es gleich. Aber wir können, wenn wir wollen, die Sache in einer halben Stunde zusammenpacken. Immerhin. Alles. Und ich glaube, mein Rucksack ist okay gepackt, sag ich mal. Meine auch, ist auf die Flasche die ganze Zeit gluck, 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 gluck macht. Ich habe 6 Liter Wasser mit. Ich auch. Wir gehen jetzt ein ganz Stückchen flach. Hab trotzdem kaum schon Luft. Und jetzt geht's gleich richtig schön knüppelhart. 600 Höhenmeter? Die nächsten 6 Kilometer geht's über 500 Höhenmeter hoch. Ganz genau Zeit. Aber wenn wir da oben sind, dann haben wir die Höhenmeter des Tages eigentlich auch geschafft. Die wesentlichen. Also nutzen wir einfach die Kühle jetzt aus und mal gucken, wie es da oben weitergeht und wann die Polizei kommt. Und die Kampfdrohne. Ist sie das da hinten? Stellt gerade fest, dass sie Sonnenbrand an ihren Schenkeln hat. Das ist gut. Das ist dann auch komisch, dass ich dir deine Schenkel eingecremt habe. Jetzt haben wir keine Sonnenmilch mehr. Naja. Schlecht. Drohne kam übrigens nicht. Ich habe eine Wollhose an, sie war 25 Grad. Ja. Ich habe auch meine lange Hose noch an, weil wir so geflüchtet sind. Naja, jetzt geht's bergauf. So, das hier soll übrigens der Original mediterrane Wald sein, den sie hier aufgeforstet haben. So ein kleines Stückchen. Ich weiß nicht, ob wir da noch länger durchgehen. Die Bäume sind ganz anders. Hat wirklich so einen Waldcharakter. Ich finde, er ist so wie der deutsche Mischwald, so ein bisschen. Nur mit anderen Bäumen halt. Ja. Es sind ganz viele unterschiedliche Bäume und Sträucher. Und bei uns sieht man ja häufig auch diese Kiefern und Tannen, weiß ich was, Plantagen. Hier sind das halt Oliven und so. Ja, Oliven und so ein großer Unterschied. Pinien auch. Aber halt so anders, ne? Halt irgendwie relativ monoton, aber... Aber es ist richtig schick, wenn da so ursprünglich noch ist. Ja. Jetzt kurz vor 11 ist, wir heute um 7:30 notgedrungenerweise etwas früher los, weil wir von einer Drohne erwischt worden sind. Machen wir jetzt nochmal eine gute Pause. Wir haben jetzt fast 10 Kilometer schon gemacht mit 500 Höhenmetern. Ich möchte anmerken, um 11. Das ist normalerweise erst so gegen 2 so. Deswegen werden wir jetzt wohl den Rest des Tages ein bisschen langsamer angehen lassen, weil wir heute definitiv nicht in Casala de la Sierra ankommen wollen. Wir haben auch ziemlich viel Wasser mit, was eigentlich total unnötig gewesen wäre, weil wir tatsächlich gerade einen großen Gehöft mit ganz vielen Kühen vorbeigegangen sind, wo noch ein Mann rumgelaufen ist, der hätte sich auch nicht vom Wasser fragen können. Aber jetzt gibt es nochmal Schokolade, nachdem wir gerade eklige Chips gegessen haben, die nach gar nicht geschmeckt haben. Die sind da hinten kann man gleich auf die Kreuzung, wo es nach Casala de la Sierra geht. Ich hoffe, es sieht nur so aus wie eine Asphaltstraße, weil wir da jetzt ein ganzes gutes Stück folgen müssen. Es sind viele Kilometer. Wir gucken mal und hoffen das Beste. Asphalt, sehr schön. Aus der Richtung vom Auto. Da geht es eigentlich nirgendwo hin, weil die Straße da hinten mitten im Nirgendwo aufhört. Die wurde nie fertiggestellt. Und in der Richtung suchen sie schon die Junta de Andalusia. Das ist das zweite offizielle Auto, was hier rumfährt. Na gut. Und die Richtung geht nach Casala de la Sierra. Und ich hoffe, der Seitenstreifen ist die ganze Zeit so zu begehen, weil Asphaltstraße und meine Hüfte ist halt keine gute Kombination. Ich habe gerade noch gedacht, sie ist so schön. Letzten Tage, Wochen eigentlich. 2 Wochen nicht so viel gehabt. Das darf gerne so bleiben.
Was machst du, Maria? Maria sucht das Loch in ihrer Matte. Dafür ist dieser Tümpel hier. Maria, erzähl, wie du es machst. Also richtig beschissene Stelle. Also ich meine, wenn das hier drauf wäre, das wäre kein Problem. Dann macht man das aber rauf und fertig ist. Aber das ist direkt hier an der Kante. Da. Und das ist richtig scheiße. Es ist klein, es ist direkt der Übergang vom Ventil. Auf der einen Seite ist es hart, auf der anderen Seite ist es weich. Da ist noch eine Kante, eine Ecke dann da hoch und eine Falte und Also ich prophezeie, im besten Fall hält das eine Woche. Danach ist das irgendwie wieder auf. Das ist übrigens unser Zeltplatz heute Abend. Wir sind heute richtig viel Straße gelaufen. Und dann am Ende nochmal so eine Gravel Road. Das war alles nicht schön. Dann sind wir gerade abgebogen auf so einen. Da war der Wegmarkierer, zack, dann plötzlich auf dem Acker. Mussten wir so ein Tor durchschreiten. Jetzt sind wir hier an dem Bach, konnten uns da hinten waschen und die Matte nochmal, habt ihr ja gesehen. Auf jeden Fall sehr, sehr schön hier. Wind pfeift hier ein bisschen, aber das soll uns nicht aufhalten. Jetzt müssen wir nur noch Marias Matte in den Griff kriegen. Also, eigentlich hätten wir uns für genau diesen Zeltplatz hier entschieden. Und dann war der nicht mal gut genug. Dann wollten wir da hinten hin. Dann ist Tom nochmal da unten hingegangen. Hat da nochmal geguckt. Ja, aber hier ist schräg. Und da war da oben nochmal bei den hübschen großen Baum. Und dann da auch nochmal. Und plötzlich können wir nirgendwo mehr zelten. Weiter. Guten Morgen aus dem Camp. Heute Morgen war es unruhiger als ich gedacht habe. Eigentlich ist es hier wirklich, es ist ja auch gar nichts. Es ist hier nichts außer Weiden drumherum. Und dann fahren hier aber ständig Autos hin. Machen die irgendwas mit dem Kantenschneider da hinten? Schneiden sie auch irgendwo auf der Wiese? Ich glaub, ach, es egal. War eine Motorsäge. Naja, es war irgendwie stressig heute Morgen. Für mich war es nicht stressig. Naja, das ist gut. Maria packt noch ganz schnell ihre Sachen ein, damit sie keinen Sport machen muss, weil sie dann sagen kann, sie hat schon eingepackt. Wir haben heute etwa... Ich mache jeden Tag Sport. 8 bis 9 Kilometer. Oh, schön aus dem Hintergrund. 8 bis 9 Kilometer bis zum Ort Casalla de Santos? Casalla de Sierra. De la Sierra. Casalla de la Sierra. Dort wollen wir einkaufen. Wir haben so einen leichten... Ich sag mal, Zucker, Fett, Schock. Unser Körper reagiert dagegen. Wir wollen irgendwas Frisches haben. Ich habe richtig Bock auf so einen Salat. Tomaten. Naja, egal. Ihr wisst ja, was es so alles Frisches gibt. Im Gegensatz zu uns. Wir wissen das nicht mehr so richtig genau. Gestern Abend haben wir noch im Bett eine Chipstüte und so eine Tüte dieses trockenen, in Öl frittierten Brotes. Gegessen mit Oregano, glaube ich. Ja, irgendwas. Petersilie, das spielt doch nicht Oregano. Petersilie und Knoblauch. Kann man schon machen, aber irgendwie so geil war es auch nicht. Nachts hat dann das Zelt angefangen zu wackeln, weil der Wind hier geweht hat. Das war gar nicht schlimm, wirklich. Dann ist mir noch am Zelt, weil ich rausgegangen bin nachts, das Seil zum Hering gerissen. Das muss ich mir heute auch nochmal angucken. Aber ich glaube, da kann man nicht viel machen. Nur wo überlegen. Ist denn gerissen? Das ist gar nicht. Ja, direkt an diesem roten Pünüppel. Na, mal gucken. Auf jeden Fall bin ich dann nachts raus und habe das Zelt repariert. Und als ich dann reingegangen bin, habe ich Maria gefragt, ob sie das Geräusch noch hört. Dann hat sie gesagt, nerv mich nicht. Auf jeden Fall. Da war jemand dankbar, dass ich. Du hast nicht geschlafen. Nee, ich wollte schlafen. Also, Wetter ist eigentlich sehr schön. Heute Nacht hat es ein bisschen geregnet, aber das stört uns im Zelt eigentlich nicht. Außer es war ein bisschen laut. Man merkt, wir leiden. Wir leiden schon. Und jetzt hoffen wir mal, dass der Weg nicht ganz so viel Straße läuft. Das mit dem Regen war übrigens auch in Anführungszeichen nur so blöd, weil das ist, glaube ich, eine der wenigen Nächte gewesen wäre, wo das Zelt halbwegs trocken gewesen wäre. Ja. Dann hat es plötzlich angefangen zu regnen. Stimmt. Naja. Übrigens haben wir gestern noch vergessen zu erwähnen, wir haben gestern noch einen Rotkopfwürger gesehen. Oh, ich sehe gut aus. Rotkopfwürger, ja.
Hübsches Tier. Hübsches Tier. Wir sehen immer mal wieder schöne Vögel.